Du hast Angst, dass dein narzisstischer Ex dir deine Kinder wegnehmen will? Dann ist dieses Video heute für dich. In diesem Video möchte ich ein sehr, sehr heikles Thema anpacken, denn so viele Menschen verlieren ihre Kinder an narzisstische Ex-Partner. Ich bin Eva, ich bin Psychologin und arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Frauen und Männern an dem Thema Narzissmus. Und dieses Thema berührt mich, obwohl ich keine Mutter bin, auch immer zutiefst. Denn ich spüre in mir dieses Drama, dass nicht nur die Mutter oder der Vater, wenn die Ex eine Narzisstin ist, die nicht nur die Mutter oder der Vater spürt, sondern vor allem auch die Kinder. Die Kinder in narzisstischen Familien, die sind permanent zwischen zwei Stühlen. Die sind permanent im Krieg zwischen zwei Fronten. Kinder werden zerrissen. Kinder werden in zwei Teile gespaltet. Und oft verlassen sie einen Elternteil, nur um den inneren Druck loszuwerden. Wenn du also denkst, sie entscheiden sich für den, den sie mehr lieben, dann liegst du schon mal total falsch. Denn Kinder lieben immer beide Eltern. Sie entscheiden sich oft, und das ist jetzt gleich mal ein sehr, sehr wichtiger Satz, sie entscheiden sich ganz, ganz oft im Leben für den schwächeren Elternteil. Ja, und oft erkennen sie instinktiv den Narzissten als schwächeren Teil. Warum? Liegt auf der Hand. Weil er jammert, weil er ihnen sagt, eure Mama nimmt mir so viel Geld weg. Eure Mama ist ja nie zufrieden. Eure Mama, die hat mich ja in die Arme der anderen Frau getrieben. Ja, nie war ich gut genug. Nie war sie zufrieden. Ja, eure Mama ist ja ganz eine schwierige Frau. Ja, die schreit so viel, die ist so streng, die will immer alles richtig machen, ist so eine Perfektionistin. Ja, und das hat mich so genervt. Ja, das heißt, der spielt ja permanent das Opfer, der Herr Narzisst. Ja, und du weißt sicher, Herr Narzisst kannst auch Frau Narzisstin nennen. Also bei mir immer geschlechtsunabhängig. Wenn der Narzisst das Opfer ist, dann denken die Kinder, das ist der schwächere Partner. Das heißt, sie gehen oft zum Narzissten oder bleiben beim Narzissten, nicht weil sie den mehr lieben, sondern weil sie dir zutrauen, dass du es besser hinkriegst, ohne sie zu leben, als der Narzisst. Wie viele Dramen könnte man allein deshalb schon sparen, ja, und ausschließen, nur deswegen, dass du jetzt verstehst, dass Kinder sich nicht aus Liebe entscheiden, sondern weil sie meistens zum Schwächeren tendieren. Kinder wollen ein Gleichgewicht herstellen in der Familie. Und wenn sie das Gefühl haben, der eine ist stärker und der andere ist schwächer, dann wollen sie die Waage wieder richten. Ja, sie wollen ein Gleichgewicht herstellen und unterstützen deswegen den Schwächeren. Wenn du, und jetzt komme ich mal zu dem Thema, was du gar nicht tun sollst, ja, wenn du auf die Spiele des Narzissten einsteigst, also in diesen Krieg einsteigst, wenn du ihn vielleicht sogar noch versuchst, mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, also wenn du auch versuchst zu manipulieren oder die Manipulation auffliegen lassen willst, wenn du auch versuchst zu kontrollieren, wenn du vielleicht auch beginnst mit Gaslighten, wenn du auch vielleicht in die Opferrolle gehst und sagst, du willst mich verlassen, oh Gott, und ich bin dann ganz allein. Wie kannst du mir das antun? Ja, das wäre das Schlimmste, was du tun kannst. Ja, wenn du auch in die Opferrolle gehst, du zerreißt dein Kind nur noch mehr und du kannst gegen einen Narzissten nicht gewinnen. Er ist der Bessere, wenn es um diese Spiele geht. Und warum? Weil er das nicht spielt, sondern weil er so ist. Und weil er über 30, 40, 50, 60 Jahre, wie alt er halt ist, diese ganzen Spiele schon geübt und trainiert hat. Das heißt, der Narzisst ist ein Meister der Manipulation und du bist gerade eine Anfängerin vielleicht. Der Narzisst ist ein Meister der Kontrolle und du beginnst vielleicht gerade erst die ersten Kontrollspielchen zu machen. Ja, ein Narzisst gaslightet dich als selbstverständlichste Reaktion. Ja, auf das, was die Kinder sagen. Und du musst vielleicht erst anfangen mit diesem Gaslighting-Spiel. Ja?
Schlage oder versuche Narzissten niemals mit den eigenen Waffen zu schlagen. Ja? Schlag ihn gar nicht. Trete in diesen Krieg nicht ein, denn du kannst nur verlieren. Damit meine ich jetzt aber nicht, dass du zum Beispiel nicht sofort zum Rechtsanwalt laufen solltest. Ich rate meinen Klienten immer, wenn solche Sachen passieren, ja, wenn solche Sachen beginnen schon, rate ich, such dir sofort einen guten Familienanwalt, der sich mit Narzissten auskennt. Sofort. Ja? Damit er dich rechtlich berät. Denn vor Gericht gibt's Opfer und Täter. In einer spirituellen Arbeit gibt es die nicht. In meiner Arbeit, die du übrigens lernen kannst, ja, wenn du schnell bist, heute startet meine Ausbildung, ja, die letzte in diesem Jahr, Coach für dein inneres Kind werden. Wenn du das lernen möchtest, um mit dir besser umgehen zu können, um nicht auf jeden Trigger sofort anzuspringen und um endlich narzisstenfrei zu leben, dann spring in diese Ausbildung rein. Du darfst, und das ist der Schlüssel, deine eigenen Strategien fahren. Und welche Strategien können das sein? Keine narzisstischen, keine aus dem Trauma kommende, keine kindlichen, keine naiven, ja, keine naiven, die denken, okay, wird schon gut gehen. Nein, kann voll in die Hose gehen. Ja, ein Narzisst macht dir deine Kinder abspenstig. Der holt die weg durch Manipulation, durch ja, mit Geschenken oder mit tollen Urlauben oder mit irgendwelchen Dingen, die du gar nicht erlaubst. Ja. Vor allem, wenn der Narzisst Geld hat, dann wird er sie mit Materiellem überschütten. Die kriegen alles, was die wollen und zack, sind die Kinder beim Narzissten. Du kannst dieses Spiel nur gewinnen, wenn du erstens gar nicht in das Spiel einsteigst. Und zweitens, wenn du in dir all das heilst, was in Resonanz mit dem Narzissten geht. Da möchte ich jetzt noch mal näher drauf eingehen. Wenn die Kinder oder dein Kind zu dir sagt, Mama, ich will zum Papa ziehen, dann bitte, bitte, bitte merke, dass du komplett getriggert bist. Jeder wäre getriggert. Jeder, der nicht komplett erwacht ist, ist bei sowas getriggert. Getriggert heißt zutiefst verletzt, wütend, traurig, ängstlich, verzweifelt, hoffnungslos, hilflos, ausgeliefert, ohnmächtig. Ja? Komplett normal. Aber zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Abstand. Das lernst du im Coaching. Ja, das musst du lernen, wenn du mit einem Narzissten zu tun hast. Ja, und wenn es um Kinder geht, schon dreimal. Reizreaktion, ein Abstand. Und wenn ein Kind dich triggert, zum Beispiel mit dem Satz, ich gehe jetzt zum Papa, dann musst du hier einfach schaffen, eine Pause zu lassen. Atme, ich sage meinen Klienten immer, ja, zähl bis 10. Merk, dass in dir der Punk abgeht und reagiere nicht. Reagiere nicht, sondern geh in dich hinein und lerne in dir diesen Heilungsprozess, den du von mir erfahren und lernen kannst, also den meine ich, diese Heilreise des inneren Kindes, innerlich zu vollziehen. Du musst nicht gleich antworten. Du musst auch nicht stehen bleiben. Du kannst doch einfach sagen, okay, lass uns das in 10 Minuten klären oder in 30 Minuten oder in einer Stunde. Ich gehe jetzt kurz mal mich richten, ja, und dann mach diesen Prozess. Nicht reagieren, denn wie würdest du reagieren? Du kannst mir das nicht antun, damit traumatisierst du dein Kind noch mehr. Nein, du darfst das nicht, dann bin ich allein. Du zerreißt dein Kind, ja, du würdest dein Kind einfach, was ja hier schon an der Angel des Narzissten hängt, wegreißen und es würde sich in zwei teilen. Du würdest dem Kind, das eh schon extremen Druck und Stress in sich hat, Cortisolwerte ganz hoch bei jedem Kind von Narzissten, da wette ich was, würdest du diesen Druck und Stress noch mehr vergrößern. Das heißt, du würdest deinem Kind einfach nur Schlechtes tun damit. Nichts Gutes.
Ja, du würdest dem Kind nicht helfen, du würdest das Kind nicht überreden und das Kind ist dann glücklich, du würdest das Kind nicht belehren können oder was auch immer, ja, sondern du würdest das Kind zerreißen. Was kann die Lösung sein? Und ich ziehe jetzt schon meinen Hut vor dir, wenn du das mal schaffst. Die Lösung könnte sein, und schau mal, ob das in Resonanz mit dir geht. Ja, du musst es jetzt nicht glauben, nur weil ich es dir sag. Ja, und ich bin auch keine Mama, deshalb ich sag bei diesem Punkt immer, das ist wirklich nur Theorie. Ob ich es könnte, weiß ich nicht. Aber es fühlt sich richtig an für mich, das zu tun, und deshalb sage ich es dir und sag es auch meinen Klienten, die mit diesem Thema zu mir kommen. Richtig wäre, dass du in diesem Moment, wie gesagt, nach diesem Prozess, wo du dich wieder in die Erwachsene gebracht hast, ja, raus aus dem Trigger. Wenn du wieder auf das Kind zugehst und ihr euch trefft, dass du es schaffst, dein Herz offen zu lassen. Und dass du ohne Angst vor Verletzung die Liebe strömen lässt und sagst, wenn das dein Wunsch ist, zum Papa zu gehen, dann mach das. Mach es, mein Schatz. Ich möchte dir nicht im Wege stehen. Ich möchte, dass du deine Entscheidungen triffst und wenn sich das gut für dich anfühlt, dann tu es. Ich liebe dich und Liebe lässt. Liebe lässt. Liebe will nicht, wie Nena so schön singt. Liebe braucht nicht. Liebe sagt auch nicht die ganze Zeit, was der andere tun sollte. Liebe ist. Sag es deinem Kind. Ich liebe dich und wenn du das möchtest, ist es für mich okay. Wenn das Kind sagt, dann bist du ganz allein, Mama. Das macht nichts. Ich bin erwachsen und ich kann allein sein. Und das solltest du vorher natürlich gelernt haben. Ich kann allein sein. Du musst dich um mich nicht sorgen. Du bist die Kleine und ich bin die Große. Ich komme klar. Du darfst deine Entscheidung treffen. Wenn du das wirklich möchtest, dann tu's. Du hast meinen Segen, kannst du auch noch sagen. Ich gebe dir meinen Segen für diese große Entscheidung. Und bitte sag dazu, du kannst jederzeit zurückkommen. Meine Tür ist immer offen für dich. Komm jederzeit, entweder zu Besuch oder an den Wochenenden oder für immer. Meine Tür wird immer für dich offen sein. Denn ich liebe dich. Ich liebe dich, aber ich will dich nicht. Ich liebe dich, aber ich brauche dich nicht. Ich liebe dich, aber ich binde dich nicht an mich, damit ich diese Liebe den ganzen Tag hier habe, sondern die Liebe ist in mir und deshalb kannst du zum Papa gehen. Ich habe eine Klientin, die das nach vielen Jahren Coaching so sagen konnte zu ihren Kindern. Und die Kinder sind nur kurz zum Papa gegangen, mal für 2 Wochen, glaube ich, waren es, oder 3, und dann sind sie zurückgekommen. Es war so schön zu merken, dass Kinder diese Bindung, die sie zu dir haben, erst recht merken, wenn sie weg sind. Und wenn du sie nicht mit irgendwelchen auch narzisstischen Verhaltensweisen oder mit Verletztheit oder was auch immer weggestoßen hast, ja, oder wenn du ihnen Angst gemacht hast und sie deshalb nicht zurückkommen. Wenn du wirklich einfach da bist, in deiner Liebe, in deinem Erwachsensein, ja, in deinem offenen, mit deinem offenen Herzen, dann kommen die zurück. Und wenn es nicht 2, 3 Wochen sind, sondern es gefällt ihnen beim Papa, vielleicht 2, 3 Jahre, ich sag mal, spätestens wenn sie erwachsen sind, werden sie bemerken, wie der Papa ist. Ja, auch da sagt eine Tochter einer Klientin immer: Mama, merkst du nicht, dass der ein Narzisst ist? Ja, die checkt es mit 15 schon komplett ab. Also trau deinen Kindern zu, dass die das checken. Ja, und dass die mit 15, 16 wieder da sind. Ja, und wenn nicht, dann werdet ihr nachher eine super Beziehung haben. Ihr werdet irgendwann wieder zusammenkommen. Das ist einfach so. Die Liebe siegt. Und die Wahrheit siegt. Und die Wahrheit ist, dass du dein Kind liebst und der Narzisst es einfach braucht. Die Wahrheit ist, dass du wirklich alles für dein Kind getan hast und der Narzisst nur das für die Kinder tut, was ihm dient. Ja, damit er sie an sie bindet und damit sie ihn lieben. Ein Narzisst benutzt die Kinder für alle möglichen Zwecken und du wolltest den Kindern einfach ein optimales Leben geben und ihnen einen
eine Hilfestellung geben, damit sie ein gutes Leben haben. Ja? Das musst du wissen und daran musst du glauben. Und du musst einfach ganz doll an das glauben, dass deine Liebe die Kinder auf viele Jahre hinweg immer noch nährt. Deine Liebe wird die Kinder auch wieder zurückkommen lassen, wie auf so einer Brücke. Und deine Liebe ist auf jeden Fall genug. Auch daran musst du glauben. Weil wenn du zweifelst und wenn du denkst, vielleicht habe ich sie nicht genug geliebt und jetzt kriegen sie alles Mögliche vom Papa, verwechseln das mit Liebe und bleiben für immer dort, dann ist es auch noch ein Punkt, an dem du arbeiten darfst. Weil dann glaubst du einfach, dass deine Liebe nicht genug ist und eure Bindung nicht stark genug ist. Wenn du damit in Resonanz gehst, bist du von Herzen willkommen. Ich begleite dich dahin. Alles Liebe, deine Eva.